Es ist definitiv kein Geheimnis und jeder weiß es, um Fett zu verbrennen, müssen wir uns ein bisschen mehr bewegen, als dass wir gegessen haben. Aber ich glaube, du kennst es, nach einer richtig harten Trainingseinheit oder nach einem Tag, wo man richtig viel unterwegs war, hat man auch dementsprechend viel Hunger. So, gibt es da ein paar Hacks und kleine Abkürzungen, wie wir vielleicht nicht gleich dementsprechend mehr essen, wie wir uns auch bewegen? In dem Video zeige ich dir eine meiner Top-Strategien, wie ich es persönlich mache, um mich nicht zu überfressen, obwohl ich gerade an dem Tag auch sehr, sehr fleißig mich bewegt habe. Das allererste, was du wissen solltest, ist, dass dein natürliches Sättigungsgefühl genau nach ca. 20 bis 30 Minuten einsetzt. Also wäre ein Top-Tipp von meiner Seite schon mal, nimm dir für jedes Essen wirklich die Zeit. Plan ein, dein Mittagessen wirklich 20 Minuten lang auch zu dir zu nehmen. Das heißt, eine große Portion Spaghetti oder was immer du gerne isst, haust dir nicht in 5 Minuten rein, weil du wirst nach den 5 bis 10 Minuten immer noch sehr hungrig sein, sondern nimm dir lieber die Zeit und gönn dir wirklich 20 Minuten lang dieses Essen. Du wirst danach viel mehr satt sein, als wenn du das nur in einem ganz kurzen Zeitfenster runterschaufelst. Gut, langsam essen, das ist leichter gesagt als getan. Denn sobald man das leckere Essen vor einem isst, dann will man es einfach nur in sich reinschaufeln. Wir kennen es alle. Also, was sind jetzt ein paar Strategien, um einfach mal langsamer zu essen und das Essen wirklich zu genießen? Tipp Nummer 1 von den Asiaten abgeschaut. Wir fangen an, ein bisschen kleinere Teller zu benutzen. Ja, klingt ein bisschen komisch, aber lade dir mal die ganzen Spaghetti oder sogar dein Fleisch nicht auf einen großen Teller auf, nicht auf einen großen Pizzateller, sondern versuch sogar mal einen Kuchenteller zu nehmen. Einfach die Portionen verkleinern sich dadurch automatisch und du lädst dir auch weniger auf deinen Teller auf. Und natürlich auch, gleichzeitig mit dem kleineren Teller. Versuch mal mit einem kleineren Besteck zu essen. Allein mit einer kleineren Gabel, mit einem kleineren Löffel schaufelst du dir nicht automatisch so viel rein. Mein nächster Tipp wäre für dich, iss mit deiner schwächeren Hand. Zum Beispiel, ich bin Rechtshändlerin, das heißt, ich würde jetzt halt meine Gabel und meinen Löffel in die linke Hand nehmen und mit der linken Hand versuchen, mein Essen zu essen. Mein absoluter Lieblingstipp wäre der nächste, und zwar: zwischen den einzelnen Bissen lege ich meine Gabel oder meinen Löffel wirklich ab. Das heißt, einmal groß reinschaufeln und danach nicht schon wieder den Löffel in der Hand halten, sondern wirklich absetzen und so lange rumkauen, bis sich das wirklich breiig im Mund anfühlt und dann auch von selber irgendwie den Rachen schon runtergleitet. Weil irgendwie, ich persönlich habe auch echt das Gefühl, solange ich diese Gabel auch noch in der Hand halte, empfinde ich sogar eine Art Druck, ganz schnell wieder mir was reinzuschaufeln. Also wirklich zwischen den Bissen, versuch einfach mal die Gabel abzusetzen und du wirst sofort merken, wie viel langsamer du eigentlich das Essen runterschlingen wirst. Dann, wie ich gerade schon erwähnt habe, versuche dein Essen generell so lange zu kauen, bis es A, den Rachen eben selber runterflutscht oder tatsächlich seinen Geschmack verliert. Und weil je länger wir drauf rumkauen, desto ja, fader wird das Essen. Aber dann weißt du auch, wow, das ist richtig gründlich durchgekaut. Und man sagt sogar, idealerweise, aber das ist natürlich nicht immer machbar, jeden Bissen 32 Mal zu kauen. Warum genau 32 Mal? Pi mal Daumen, eben so viele Zähne, wie wir im Mund haben. So oft sollten wir einmal feste zubeißen. Und der nächste Tipp ist irgendwie so eine Art No-Brainer, aber es hilft tatsächlich, in einer kompletten Stille zu essen. Das heißt, ich habe mir früher immer mein ganzes Essen reingezogen nach der Schule, direkt vor, damals gab es noch kein Netflix, aber vor die Serie mich gechillt und dann einfach reingehauen. Ich habe die Portionen mega überschätzt, habe viel zu viel gegessen, hatte gar nicht so dieses Sättigungsgefühl. Also wirklich versuche, nicht am Handy zu sein, während du isst, auch dir keine Podcasts oder Hörbücher reinzuziehen, sowieso nicht am Fernseher zu sein. Wirklich alle elektrischen Geräte weg, konzentriere dich beim Essen nur aufs Essen. Idealerweise hast du noch gute Gesellschaft mit am Tisch. Das ist völlig okay. Du musst die Leute nicht vor die Tür schicken, damit du in einer kompletten Stille essen kannst. Aber schau wirklich, dass zumindest keine Ablenkung durch elektrische Geräte oder andere Stimuli da in der Hinsicht dich wirklich ablenken vom Essen. Und noch ein absoluter Top-Tipp von mir, noch zum Schluss. Und zwar, nachdem du schön langsam gekaut hast, schön gegessen hast, dir Zeit genommen hast fürs Essen, 20 Minuten eingebaut hast und das Gefühl hast, okay, die Portion war riesig, aber ich habe immer noch Hunger, weil, na, ich habe halt zu viel Sport gemacht. Ein abschließender Tipp von mir ist das sogenannte Stopf-Ess-Prinzip. Und zwar, es gibt natürlich Lebensmittel, die machen uns sehr satt, die stopfen quasi, haben aber keine Kalorien oder sehr, sehr wenige Kalorien, besser gesagt, weil alles hat irgendwie Kalorien, aber gibt uns trotzdem ein Sättigungsgefühl. Zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, ich habe eine große Portion gegessen, schon mit Eiern und vielleicht ein bisschen Joghurt gehabt, also irgendwas, was es schon sehr satt macht, auch sehr reichhaltig ist,
aber ich habe immer noch Hunger, obwohl die Portion wirklich deftig war. Dann gönne ich mir irgendein Gemüse dazu. Und zwar irgendeine Art Salatgemüse, also nicht stärkehaltiges, wie zum Beispiel Karotten, Gurken, Radieschen, Kohlrabi. Das sind alles Lebensmittel, die haben also wirklich sehr, sehr wenige Kalorien, sind sehr gesund für dich, aber stopfen dich auch wegen den ganzen Ballaststoffen. Und das ist irgendwie so echt so mein absoluter Favorit, wenn es darum geht, das Hungerbedürfnis zu stillen, nachdem ich natürlich aber schon reichhaltig gegessen habe. Weil manchmal, egal wie lange ich sitze, ich könnte schaufeln, und aber irgendwann ist natürlich gut. Also probier es wirklich aus, mal mit solchen Stopflebensmitteln, die wenige Kalorien haben, dich aber echt satt machen. Und das sind in der Regel diese nicht stärkehaltigen Gemüsesorten, die du halt einfach in den Salat reintust. Genau, das waren jetzt meine Top-Tipps, wie du trotz mehr Sport etwas weniger essen kannst und dich nicht dementsprechend ständig auch vollstopfst. Ich hoffe, ein paar von meinen Top-Tipps konnten dir helfen. Lass mir gerne da, was dein Top-Tipp wäre oder was deine Strategie ist. Schreib es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns wieder nächste Woche Donnerstag. Bis dann, pfiat!